Noch herrscht ihr reges Treiben an der Schule. Doch wenn die Inzidenz des Rhein-Neckar-Kreises über 200 steigt, muss ein Teil der Schüler ab Montag zu Hause bleiben. Und der Schulleiter ist sich bewusst, dass ein kompletter Lockdown und damit die Schließung seiner Schule ganz nah ist. Wir haben im Sommer die strukturellen Voraussetzungen geschaffen, dass wir mit einer Schulschließung umgehen können. Die Strukturen sind da. Die Umsetzung wird trotzdem herausfordernd sein, ganz klar, wenn wir alle Schülerinnen und Schüler erreichen möchten. Stefanie Hubisch und die Bildungsminister der Länder wollen den Regelbetrieb so lange wie möglich aufrechterhalten, würden diesen aber auch einschränken, wenn es das aktuelle Infektionsgeschehen erfordere. Diese Zeitspanne sollte dann aber so kurz wie möglich gehalten werden. Wir waren uns bei allem immer einig, nämlich dass das Recht auf Bildung entscheidend ist und dass wir dafür sorgen müssen und gewährleisten müssen, dass Schülerinnen und Schüler dieses Recht auf Bildung in der Schule verwirklichen können. Eine weitere Alternative sei der Wechselunterricht, der zwar die Begegnung in der Schule reduziert, aber trotzdem in der Umsetzung nicht einfach ist. Denn in der Schule gelten ja auch strenge Hygieneregeln. In der Schule ist man einfach produktiver, aber es ist halt auch ziemlich nervig, dass man dann in der Schule jede 20 Minuten die Fenster öffnen muss, weil man friert jedes Mal extrem. Und das ist halt ein ausschlaggebender Grund, wieso ich sagen würde, dass ich gerne zu Hause bleiben würde. Doch man dürfe nicht nur auf Bildungseinrichtungen schauen und die dicht machen. Es kann nicht sein, dass es nur die Schulen oder nur die Kitas sind, sondern wir müssen uns das gesellschaftliche Leben, das wirtschaftliche Leben insgesamt angucken und auch dann Entscheidungen über alle Lebensbereiche treffen, damit das gelingen kann. Nämlich, dass die Infektionszahlen runtergehen und das rege Treiben in der Schule hier in Bammental spätestens nach den Ferien weitergehen kann.